Wenn man kifft, ist man high. Und high bedeutet auf Deutsch hoch. Wenn man lernt, ist man gebildet. Das heißt, wenn ich high lerne, bin ich hochgebildet. Hochgebildet. Ja. Naja, okay. Düdüm. Ja, abgebildet. Ey. Run. Louis, weißt du, du musst Dinge einfach nur mal hinterfragen. Sehr gut, weiter so. Hey, du da. Ich glaube, hinter dir versteckt sich ein ganz toller und interessanter Mensch. Nee, warte mal. Hab mich gehört, du bist alleine da. Hey, ich habe mal eine Frage an dich. Was tragen die Maske alleine im Auto? Trägt ihr auch die Kondome alleine im Bett oder wie läuft das? Hey Marc, wie sieht's denn aus? Kann ich bei dir schlafen? Was ist mit deiner Freundin? Naja, sie will mich für ein paar Tage nicht sehen. Oh nein, was hast du gemacht? Gar nichts, sie hat ihre Tage. Ich habe sie in den Arm genommen, ein bisschen gedrückt und gesagt, na meine kleine Ketchupflasche, wie geht's dir? Jetzt brauche ich einen Schlafplatz. Schatz! Ja? Kannst du mich heute nochmal bitte massieren? Ich habe immer noch Rückenschmerzen und meine Physiotherapie ist ja jetzt erst mal nie. Aber ein Hexenschuss kann es aber nicht sein, oder? Dein Ernst? Na, die schießen nicht aufs eigene Personal. Papa? Ja? Heute hat mich in der Schule Jim geärgert. Oh, was sagt denn die Oma immer dazu? Oma sagt immer, wirft jemand einen Stein nach dir, wirf eine Blume zurück. Hm. Aber mit dem festen Blumentopf. Was? Also heute will ich etwas mit Menschen machen. Oh, fuck. Schubsen wäre Nein! toll. Nein! Das macht Spaß. Renn! Run! Run! Ich muss meine Haare heute noch waschen. Ja, ja und? Das wird wieder voll lange dauern. Ja, wasch sie doch morgen. Nee, das geht gar nicht. Hä? Wieso? Dann komme ich mit meinen Waschtagen durcheinander. Und ich muss zum Sonntag gewaschene, schöne Haare haben. Waschtag? Ja? Frauen planen, wann sie ihre Haare waschen? Ja? Hä? Hä? Voll normal? Nein. Okay. Ja, da könnt ihr Männer halt nie mitreden. Leute, wenn man sich gegenseitig beleidigen kann, ohne dass einer traurig ist, hat man das höchste Level einer Freundschaft erreicht. Du Idiot. Bin ich auf eure Kommentare gespannt.